So, holen wir den Wagen mal raus. Danach müssen wir eigentlich die Richtung der Lok wechseln, beziehungsweise halt wechseln, an welcher Stelle die Lok hängt. Dann stellen wir anschließend den kompletten Zug einmal an die Passagierwaggons, die schon wieder voll sind. Oh Gott, die wollen, wie oft die durch die Gegend fahren wollen. Als hätten die ja keine Züge. Oh, wait. Fahren wieder zurück nach Ela, können dort die Passagierwaggons und diese beiden Waggons da stehen lassen. Werden uns darüber freuen, dass wir. Na komm, ich bin zu weit weg. Werden uns darüber freuen, dass wir da Zeug hin und her rangieren werden. Das werden wir natürlich machen. Vielleicht stellen wir mal die Weiche richtig. Und die leeren Waggons samt Passagierwaggons wieder mitnehmen. Richtung Bitte. Selber besser machen. Ja, genau. Dumme Reden schwingen kann ich sehr gut. Aber selber Sachen besser machen. Das muss man erstmal können. So, Waggons abholen. Sag's mal so, über so einen schönen Verladebahnhof würde ich mich über Indire Valley freuen. Überhaupt freue ich mich auf das nächste Update von Indire Valley, insbesondere sollte es da Map-Updates geben. Verbinde jetzt mal, weil ich denke mal, demnächst werden wir da längere Strecken fahren und das mag ich gerne, wenn die Bremsen besser funktionieren. Naja. Hilft natürlich nichts, wenn ich die Lok nicht mit dem Rest verbinde. Nur weil ich es vergessen habe. Ja, uns fehlen noch 28 Dollar. Super. Ich schau mal ganz kurz zum Ghoul. Ja, komm. Wenn jetzt einfach sagen, wir warten eine Stunde, können wir die nämlich wieder zurückschicken. Müssen das Gleis wechseln. Dim, 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 dim. So. Habe ich eigentlich hier hinten irgendwo eingestellt, dass die Mogul wieder halten soll? Ich glaube nicht. Das sollte ich noch machen. Ansonsten wird es nämlich schwer, die Waggons an die richtige Stelle reinzustellen.
Die Rallye hat einen eigenen Charme, was die Bahnhöfe angeht. Das stimmt, das hat es auf jeden Fall. Ich meine, die Rallye Bahnhöfe sind auch nicht schlecht, das auf keinen Fall. Und es gibt ja auch große Bahnhöfe dort. Ah, ich habe vergessen, die andere das andere Ding hier zu stellen. Super. Ich bin ein Held. Jetzt ist es richtig, jetzt kann ich durchfahren. Ich meine, die Rallye hat ja auch generell seinen eigenen Charme überhaupt. Also man kann es auch nicht mit der Simulationsgenauigkeit. Also ich kenne keine Zugsimulation, die es mit die Rallye aufnehmen kann, die ich gespielt habe. Klar, es gibt ja noch den Train Simulator und sowas. Die können es wahrscheinlich damit aufnehmen. Aber es ist halt trotzdem ein ganz eigenes Spiel, ein ganz eigener Charme. Bei den anderen Simulatoren musst du halt vorgegebene Sachen hin und her fahren. Und hier ist es halt richtig. Perfekt. Die Waggons sind drin. Dann fahr doch mal. Der Zug liegt nichts, du kannst volle Geschwindigkeit fahren. Und hier müssen wir jetzt mal sagen, du bleibst da irgendwo stehen. Wir müssen das so machen. Ja, nur noch. Nur das eine Ding, was wir raustauschen wollen. Wie weit ist unsere Mogul? Die fährt noch brav hier runter. Okay. Dann machen wir es so. Dann gucken wir den jetzt mal. Und wir sollten natürlich gucken, dass die Weichen richtig stehen, weil ansonsten bleibt der Zug einfach stehen. Der Hafen ist schon viel zu verlaufen und verfahren. Ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Was halt bei Dual Valley. Was mir da fehlt, sind halt die zwischen den Bahnhöfen Strecken. Ja, die gibt's auch, aber die sind eher kurz gefühlt. Also da fährst du ja innerhalb kürzester Zeit von links nach rechts und dann bist beim nächsten Bahnhof. Warum bimmelst du die ganze Zeit? Ach, du wirst schon wissen, warum. Und das fühlt sich eher an, als wäre es viel zu nah dran. Und was halt auch doof ist, meiner Meinung nach, du hast halt alle gefühlten 20 Meter Geschwindigkeitswechsel auf dem Gleis. Dementsprechend hast du auch mehr zu tun, und wahrscheinlich fühlt sich deswegen auch näher dran. So. Ich wünschte, das wäre ein bisschen weitläufiger, dann könnte man vielleicht auch größere und längere Züge machen. Den letzten Zug, der war gefühlt, als ich im Stahlwerk losgefahren bin, noch an der vorherigen Station mit dem Ende so ungefähr. Könnte das Abliefern und Rangieren auch kombinieren, ja? Das wäre eine Option. Ich meine, gut, das Zug abstellen, abliefern, das ist ja schon relativ realistisch gemacht. Ich lasse den jetzt einfach hier fahren und wir gucken mal eine Runde zu. Das ist ja soweit ganz realistisch gemacht. Das ist ja auch vollkommen okay.
Weil es ist eher selten der Fall, dass du sofort danach das Ganze ablädst, rangierst und so weiter und so fort, sondern du stellst dein Zugteil ab und was auch immer. Das sind die ganze Zeit irgendwelche blöden Bahnübergänge, deswegen pfeift er so viel. Ja, das macht Sinn. Oder man könnte sowas wie Auftragsbündel zusammenschmeißen, dass man sagt, ich habe hier drei Aufträge, die gehen alle nach Warenhaus, die will ich zusammenschmeißen. Sag mal, wie viele Übergänge gibt es auf dieser Strecke? Gut. Wenn du noch pfeifst, während du mitten drauf bist, wer dich dann da nicht mehr gesehen hat, der sieht dann ja auch den Rest nicht mehr. Was hier halt fehlt, ist irgendwas noch mehr als grünes Gras und ein paar Bäume in der Zwischenwelt. Es ist ganz klar, da fehlt einfach die Fülle. Aber vielleicht sehe ich Spiele manchmal auch einfach zu negativ, dass ich, wie es meine Nationalität angeht, erstmal meckere, danach gucke, was besser werden könnte. Wer weiß. Naja, bei manchen Games fehlt auch einfach die Immersion. Ja, das stimmt. Bei manchen fehlt sie, aber gerade bei Derail Valley oder dem hier, finde ich, fehlt sie jetzt eigentlich nicht so unbedingt. Also, Railroader, um den Namen dieses Spiels nochmal zu nennen. Ich finde, da haben die Entwickler eigentlich eine relativ gute. Ist relativ gut gemacht. Und logischerweise, es gibt immer Spiele, die haben. Es gibt immer mal Negativbeispiel. Aber dadurch, dass ich halt dann doch eine große Erfahrung habe, was Spiele angeht, schon allerlei verschiedenste Spiele gespielt habe, aus nahezu jedem Genre mindestens eins. Manche Genres lagen mir, manche nicht. Manche konnte ich, manche konnte ich nicht. Bei manchen hatte ich Spaß, bei anderen auch nicht. Denk ich mir einzubilden, sagen zu können, was bei Spielen fehlt, damit sie zumindest besser werden. Was zum Teufel war das jetzt? Okay, wenn man die Kamera bewegt, während die Pfeife pfeift, dann wird das seltsam. Pfiou, sehr schön. I like.
So, ich glaube, ich könnte dich jetzt mal auf manuell stellen. Lass dich jetzt mal ein bisschen ausrollen, weil wir müssen noch mit der Lok über diese Kreuzung drüber. Ich weiß nicht, ob die Waggons da noch ausreichend auf dem Passagiergleis sind, aber das werden wir dann rausfinden. Na komm. Zurück. Ne, die muss ich noch ein Stück mitnehmen nach vorne. Oh ja. Bremse erst lösen, dann Gas geben. Ansonsten macht das keinen Sinn. Manche konnte man nicht starten wegen Abstürzen. Bugs, ja. Und bei manchen hast du halt... dich wollte ich nicht lösen. Ich wollte hier die Lok lösen. Bei manchen hast du halt den Spaß, dass der Entwickler sagt, ja, gut, dass du den Bug gefunden hast. Ist nicht mein Problem. Ich gehe da mal. Du hast mir ja Geld gegeben. Und bei anderen wurden sie extra so entwickelt, dass sie Bugs drin haben. Siehe zum Beispiel den Goat Simulator. Gut, der wurde nicht entwickelt, um Bugs zu haben, aber da waren die Bugs so witzig, dass sie einfach drin geblieben sind. Was ich auch vollkommen okay finde. Wenn der Entwickler sagt, dieser Glitch ist so witzig, den wollen wir drin lassen, das macht auch den Charakter dieses Spiels aus. Warum auch nicht? Warum sollen die Leute nicht Spaß mit lustigen Bugs haben? Ich hab ja selber schon lustige Bugs gefunden in diversen Spielen. Die haben dann auch Spaß gemacht, die Spiele, auch wenn es eigentlich technisch eine Katastrophe war. Auf der anderen Seite gibt es halt Game-Breaking-Bugs, die halt so hart sind, dass du danach das Problem hast, dass du das Spiel nicht mehr spielen kannst, weil, ja, die Story sagt, du musst nach links gehen. Geht aber nicht. Die Linkstaste funktioniert nicht. Ja gut, was machst du jetzt? Schwierig. Okay, die sind immer noch da. Die werden auch frühestens morgen wahrscheinlich abgeholt werden. Ja, wenn sie lustig sind, können sie drin bleiben, aber wenn das Spiel unmöglich macht, dann lieber raus. Nicht nur lieber raus, dann müssen sie raus, weil ansonsten kannst du das Spiel ja tatsächlich nicht spielen. Zum Beispiel hier, wenn die Gleise auf einmal an irgendeinem Punkt verschwinden würden. Das wäre ein Game-Breaking-Bug, der definitiv raus muss. Tja, wir haben schon das Geld gekriegt, dass wir den Waggon dahin geliefert haben, obwohl wir ihn jetzt direkt wieder mitnehmen. Schön. Wir müssen nämlich ja den anderen Waggon hier wieder rauskriegen. Was ich sehr schön an dem Spiel finde, ist, es gibt tatsächlich schon relativ viele unterschiedliche Waggons und Sachen, die man hin und her transportieren kann. Also es gibt, wie es in Eisenbahn-Exe so schön heißt, viel Rollmaterial, das einfach unterschiedlichster Art und Weise zu transportieren ist. Ja, die Animationen sind... des Beladens etc. pp. Da kann man sich doch drüber streiten, aber es ist zumindest schon eine anständige Anzahl, sodass dass es nicht langweilig aussieht, weil du da 20 Mal den gleichen Waggons transportierst, sondern es sind halt vier verschiedene Waggons in unterschiedlichen Reihenfolgen.
So, den schubsen wir jetzt mal auf das andere Gleis rüber. Leider habe ich nicht sehr viel Anlauf genommen, deswegen rollt er nur langsam. Aber es hat ausgereicht. Okay, der hat nicht genug Schubs bekommen, weil er sich wieder angekurbelt hat. Dann holen wir uns den Waggon einmal. Ja, den holen wir uns gar nicht. Der soll da ruhig weiterrollen.